Was würdest du denn wählen? AfD. Ich würde wählen, aber nicht AfD. Also du nimmst CDU und AfD und den Erdogan und den Atatürk. Ja. Nehmen wir einfach mal alles. BDR, ganz groß, ja. Da kriegt ihr auf jeden Fall verlässliche Informationen. Safe not biased. Da verzahlt ihr auch, oder? Für Weltentdecker. Das ist geil. Warum ist Türkei außen? Hier ist Verbot. Ich bin hier geboren. Du bist hier geboren? Ja, ja. Und dann keinen deutschen Pass? Nee, wollte ich nicht. Du wolltest ihn nicht? Nein. Warum will man den deutschen Pass nicht? In den 70er, 80er Jahren war das hier so mehr so Deutschland. Waren Kneipen hier, mehrere Gastronomien, deutsche Läden. Jetzt haben das hier die türkischen, kurdischen und die bulgarischen Leute in der Hand. Und es läuft eigentlich viel schlechter als vorher. Sagen wir mal, AfD wird kommen in die Macht, aber ich denke nicht, dass die einfach so rausschmeißen werden. Wir nehmen unnötig Leute nach Deutschland auf, die es gar nicht verdient haben. Das ist mein Bodyguard. Das ist mein Bodyguard. Fühlt ihr euch sicher hier? Wir sind jeden Tag Razzien. Also vor ein paar Tagen ist da drüben eine Bombe explodiert. What? Das ist immer ganz wichtig, ne? Wenn ihr in so Hutz reinläuft, dann müsst ihr euch den Boss klar machen. Ja? Weil was hast du noch für ein Tattoo? Darf ich dich da noch drauf ansprechen? Was darf bedeutet? Ich darf nicht drüber reden. Darfst du nicht drüber reden? Und dann hat das auf jeden Fall einen ganz anderen Beigeschmack. Ja. Dürfen wir filmen hier oder? Nein, dürfen wir nicht filmen. Okay, dann weg. Alles klar. Respektieren wir, ne? Ja. Ich kann nicht sagen, ich bin für Erdogan. Der hat Brücken gebaut, hat der Adolf auch gemacht. Laufe ich hierher und was haben wir hier? Lukas, dein Mangaldöner. Den nehmen wir doch direkt mit, ja. Also Lukas, wir haben ja 3 Monate zusammengearbeitet in Polen vor kurzem. Und hier in Köln, da müssen wir das natürlich auch mal mit reinnehmen. Gar nicht so einfach, hier Deutschstücken zu finden, ja, ist krass. Echt? Wo in Köln bist du? Ich war in Kolbstraße, klar, da ist cool, da habe ich den Boss kennengelernt, aber ich glaube, da gibt es mehrere Bosse. Der war cool, Papa Boss. Ich kenne keine Boss hier in Köln. Ich jetzt aber. Hier, das ist übrigens, das ist einer wahrscheinlich. Einzigen Boss, die es hier in Köln gibt, ist Finanzamt. Darf ich dich mit in die Kamera nehmen? Du siehst so interessant aus. Danke. Nein? Keine Zeit, wir müssen zum Auto. Ich habe es endlich geschafft hier in die türkische Hauptstadt Deutschland, nämlich ich bin gelandet in Köln, hinter mir der Hauptbahnhof und gegenüber haben wir den fetten Dom, ja. Und der Mikey und ich, das ist heute mein Kameramann und mein Bodyguard, wir gehen gleich auf die Deutschtürken los und fragen die mal, was die so wählen oder wählen würden. Los geht's. Hier haben wir direkt eine türkische Fahne. Warum ist türkische Flagge? Nochmal Uber. Hä? Uber. Was ist Uber? Uber. Ja, aber warum Türkei hier? Warum ist Türkei außen? Hier ist Verbot. Da darf Türkei nicht rein. Ja. Warum? Das ist voll krass, weil die türkische Flagge, die ist außerhalb des Kreises, und mit der türkischen Fahne und ich frage ihn jetzt, was das zu bedeuten hat. Mein Land? Mein Land ist Polen, Deutschland, aber ich will wissen, warum die Türkei draußen ist. Türkisch Boss told me not to take it down because the world will trample it on. Ah! Can I have it? Mikey, komm mal hier hin. Also, der Kollege hat mir gerade hier das auf Rumänisch mitgeteilt und zwar der Boss hat ihm gesagt, er darf die türkische Flagge da nicht mit reinmalen, weil dann drauf getrampelt wird. Alle anderen sind aber okay. Hier könnt ihr das Geld hinlegen, welches Land ihr gerne unterstützen möchtet. Wo ist denn die deutsche Flagge? Da hinten. Haben wir auch. Oh, nicht drauf gehen. Deutsche Flagge haben wir auch am Start. Ja. Es ist nach wie vor für mich ein Rätsel, aber wenn ihr Bescheid weißt, dann klärt mich doch mal bitte auf oder uns alle. Dankeschön. Okay, danke, ja. Danke, Brüder, ne? Ciao. Okay. So, jetzt müssen wir hier ein paar Deutsch-Türken befragen, Mikey, was sie wählen. Gibt es hier denn eigentlich noch Türken in Köln? Mehr als 50.000 leben hier übrigens in Köln. Das ist die Stadt mit den meisten Deutsch-Türken. Duisburg ist an zweiter Stelle. Da habt ihr auch noch das andere Video. Das haben wir ja schon produziert. Komm, Mikey, wir gehen mal runter wieder. Vielleicht finden wir da ein paar, also wirklich, dass ich hier am Kölner Hauptbahnhof keine Türken finde, das kann es doch nicht sein, oder? Hier ist alles, aber keine Türken. Türken, wo seid ihr? In der Kolbstraße, lass mal in die Kolbstraße. Das ist so die Straße mit den meisten, sorry, Türken. Hi. Nein, haben wir wieder einen Zwischenfall. Ich meine, man muss sich einfach nur den Fernseher anmachen und man sieht überall Kriege. Leute bekämpfen sich. Der wird abgestochen. Der andere wird gestohlen. Wir sind jetzt hier angekommen in der Kolbstraße in Köln. Die Straße mit den meisten Türken, wahrscheinlich Klein Istanbul. Oder auch den Tatort der Clan-Kriminalität, wie
es Wikipedia sagen würde. Und wir werden jetzt gleich mal hier rausgehen. Dann machen wir ein paar Interviews mit den Jungs und stellen ihm ein paar Fragen, wie das Leben so ist hier. Los geht's. Sieht schon auf jeden Fall ein bisschen wilder hier aus. Wo parkt man hier? So wild ist es ja. Guck mal hier, das ist ja süß mit der Dings. Ja, ja, ja. Haben sie sich Telefonzellen gemacht. Wo parke ich denn hier, Alter? Hier oder was? Wir kommen hier, fühlen wir uns erstmal sofort heimisch. Ne? Café 23, trinken wir erstmal einen Kaffee. Das ist nämlich das Geburtsdatum von Mikey, dem Kameramann, und von mir. Schauen wir da erstmal rein. Nicht von hinten mal filmen. Ich habe mir selber die Haare. Aber von hinten ist doch geil, wenn du jetzt wieder reingehst, ja, Alter. Hallo. Hallo. Cool. Wir würden gerne einen Kaffee trinken, türkischen Kaffee. Ist okay, wenn wir hier filmen müssen? Trinkst du auch einen, oder? Ja, zwei Stück. Was ist die 23? Was bedeutet das? Elazığ. Wie? Aus der Türkei an die Stadt. Ah, was? Aber wieso 23? Ne? Wieso 23? Weil wir uns nicht mit Namen, sondern mit Nummern. Die Städte? Ja, 06 ist Ankara, 01 ist Adana. Ah! 34 ist Istanbul. Ach, das wusste ich gar nicht. Mach mal links rein. Wir machen mit dir ein Interview. Okay. Wie heißt du noch? Der Papa. Der Papa? Warte. Echt? Ehrlich ist er? Geil, ich hab sofort den Boss erwischt. Test. Okay, das funktioniert. Also wir sind gerade hier angekommen und der Papa-Boss, gell? Heißt du? Papa-Boss. Wir haben sofort den Boss erwischt, ja? Hier der Kolbstraße, oder? Du bist hier... Einer der Bosse. Wie viele haben wir denn hier? Ja, kommt drauf an, wie viel du haben möchtest. Wie viele Probleme du haben willst. Nein. Wie lange lebst du schon hier? Circa 60 Jahre. 60 Jahre? Ich bin in 6 Monaten nach Deutschland gekommen, aus der Türkei. Ja. Bin hier zur Schule gegangen, Grundschule, also Kindergarten, Grundschule und alles Mögliche. Und jetzt lebe ich hier seit, bin aber 61, also fast 61 Jahre lang. Ja. Also bist du geboren noch in der Türkei, gell? In der Türkei, ja. Hast du dann beide Pässe? Ich hatte, aber ich habe die deutsche abgegeben. Ah. Ja, weil ich bin Türke, der deutsche Pass macht mir nichts. Meine Kinder sind deutsch. Ja, aber du lebst doch das ganze Leben in Deutschland. Ja, aber ich habe da keinen Vorteil von. Ja, aber ich meine, der Deutsche ist ja einer der besten Reisepässe, wenn es ums Reisen geht. Also, wenn ich mich doch in Deutschland gut aufführe und mir nichts zukommen lasse, ja, oder... nichts Schlimmes mache, kann ich über Berlin reisen. Ja. Aber jetzt pass auf, jetzt hast du ja gerade den Punkt angesprochen, jetzt überleg mal, guck mal, die AfD wird gerade sau stark. Und jetzt überleg mal, die kommen an die Macht und die sagen, alle Leute ohne deutschen Pass raus. Und dann bist du 60 Jahre hier. Da bin ich der Erste, der hier raus ist. Freiwillig. Freiwillig? Ich habe hier Kinder und Enkelkinder, ja, und habe einen Schlaganfall gehabt, habe hier gearbeitet über 40 Jahre und habe mir nichts zu Schulden kommen. Zumindest wissen das die Leute nicht. So macht das der Papa-Boss. Und dann richtig, ne? Geil. Ja, und bin halt meine Kinder, wie gesagt, Kinder hier geboren, alle hier geboren. Hm. Und meine Brüder und Schwestern sind auch hier geboren, fast hier geboren. Ja. Wir kommen aus Istanbul. Aber einerseits leben meine Kinder hier in die christliche Welt nach der Türkei zurück. Und wenn ich alleine darüber fahre, ich bin geschieden, und wenn ich dann darüber fahre, kommen die nicht rüber, weil die sagen, nee, Türkei ist zu kriminell, keine Infrastruktur, nicht hier, geldmäßig. Wie ist das, Frage, wird jetzt ein bisschen persönlicher, ich war ja auch 2 Monate in der Türkei in Istanbul, ja, und habe das alles so auf mich wirken lassen. Ich mache das gerne, dass ich ein bisschen länger so ein bisschen in die Kultur eintauche. Und mir ist aufgefallen, dass die Menschen relativ zerrissen sind oder aufgeteilt in 2 Lager. Einmal Erdogan und einmal Atatürk. Welche Ideologie verfolgst du? Guck mal, ich kann das so sagen, ich lebe in Deutschland, habe ich gerade gesagt, 60 Jahre. Das ist eine... Man sagte, die Deutschen machen, ich bin auf Deutsch gesagt, ist das eine blöde Frage. Weil, was soll ich dir antworten? Wenn du mich fragst, Merkel, CDU, CSU, AfD, da könnte ich dir eine Antwort geben. Aber ich lebe nicht in der Türkei. Hm. Ich kann zu der Politik nicht sagen, okay, ich habe zwar meine Meinung, aber der Erdogan hat was Gutes, Atatürk hat was Gutes und die kurdische Partei hat auch was Gutes. Für jeden, der sich damit befasst und interessiert. Da ich aber hier lebe und in der Türkei halt nur vom Fernsehen was mitkriege, ist das für mich so wie zwischen 2, 3 Lagern zu stehen. Verstehe.
Also ich kann nicht sagen, ich bin für Erdogan. Der hat Brücken gebaut, hat der Adolf auch gemacht. Ist jetzt so? Ja. Autobahn hat er gebaut, hat er ja auch gebaut. Ja, ist jetzt ein blöder. Ja, aber denkst du, dass der Erdogan da irgendwie eine größere Vision dahinter hat? Es kommt ja darauf an, mit wem er zusammenarbeitet. Ein Mensch macht sowas nicht alleine. Er hat schon seine Hinterleute, die ihm da helfen. Und ob es jetzt die grauen Wölfe sind, ob es jetzt die JHP, die Atatürk sind, jeder wird ihm helfen, weil er macht ja nichts Schlimmes. Okay. Also er ist kein Politiker, der jetzt sagt, ich bin hier und mache so und fertig. Danke dafür. Zurück nach Deutschland. Wählen darfst du ja nicht, weil du ja keinen Pass hast. Was würdest du denn wählen? AfD. Was sind deine Beweggründe? Ich habe die Schnauze voll. Früher bist du, erstmal ist das der Euro. Erstmal ist das der Euro, der mich fertig macht. Du hast früher für 100, 150 Mark bist du einkaufen gegangen, hast den ganzen Wagen voll gehabt, zwei Wagen eventuell. Und jetzt gehst du einkaufen für 200 Euro, 300 Euro und hast euch mal die Hälfte. Guck mal, der Tee-Beispiel kostet 1 Euro. Früher hast du den Tee für 50 Cent gekriegt oder Pfennig. Und jetzt, zweiter Beweggrund ist, ich bin selber Ausländer, aber wir nehmen unnötig Leute nach Deutschland auf, die es gar nicht verdient haben. Ukraine. Ich bin totaler, nicht Putin-Fan oder Zelensky-Fan, sondern warum muss Deutschland Wiedergutmachung machen? Warum muss Deutschland zwei Weltkriege bezahlen, wo wir nichts für können? Wird er nie vergeben? Worüber wir reden können, wäre über Palästinenser, was Israel zurzeit macht. Das wäre ein Punkt, wo ich sagen könnte, ich würde echt bin dagegen. Weißt du, die Leute schmeißen mit Steinen und die werden mit Kugeln beschossen. Das ist auf jeden Fall ein Thema für sich, was wir definitiv auch noch angehen werden. Jetzt sind wir erstmal bei dem Thema Türkei und Afghanistan. Da würde ich jetzt auch demnächst hinreisen übrigens. Ja, und Russland. Wo warst du denn? Ich war schon in der Türkei. Ich war in Istanbul und dann Kappadokien auch die Ecke. Ne? Aber Istanbul war ich die meiste Zeit. Ja. Wie oft bist du noch in der Türkei? Ich habe jetzt einen Schlaganfall gehabt 2021 durch Corona-Spritze, durch AstraZeneca. Und eigentlich einmal im Jahr. Okay, ich verstehe. Ja, länger darf ich leider nicht. Ich kriege Erwerbsminderungsrente und dadurch darf ich leider nicht weg, weil ich noch Pflegegeld bekomme und muss mich hier melden. Aber passt schon alles. Wie nenne ich dich jetzt eigentlich? Papa Boss? Nein, mein Name ist Abdullah. Abdullah, ja. Und ich komme aus Istanbul, lebe aber in Leverkusen und bin hier nur zu Gast. Okay. Und mein Name ist eigentlich Papa Boss, aber ich akzeptiere sowas nicht. Ich bin ein Mensch, der gearbeitet hat, immer hier. Ja, und ich war nie straffällig. Alle Menschen, die hier arbeiten oder Rente bekommen, die hier gearbeitet haben, auch die nur so einen türkischen Pass haben oder einen syrischen oder einen afghanischen, die können hier bleiben, weil wir uns ja nicht zu Schulden kommen. Es geht nur darum, die seit 2-3 Jahren hier leben und angeblich Sozialhilfe schmarotzen. So. Das ist die Antwort der AfD. Das war die Meinung von Abdullah hier in der Kolbstraße 23, Café. Dankeschön. Was hast du noch für ein Tattoo? Darf ich dich da noch drauf ansprechen? Darfst du nicht drüber reden? Okay, aber wir durften es kurz festhalten. Ne? Weiß jemand, was das Tattoo bedeutet? Danke fürs Interview. Ne? Okay. Tschüss. Ciao. Geil. Cooler Typ, ja? Boah, ist so heiß. Erstmal ein Wasser hier. Kannst du uns noch irgendwelche Tipps geben hier über die Kolbstraße, da du ja hier aufgewachsen bist? Wir ziehen jetzt gleich mal hier los. Oder wie hat sich das auch so über die Jahre vielleicht auch verändert? Ja, das ist so, in den 70er, 80er Jahren war das hier so, mehr so Deutschland, waren Kneipen hier, mehrere Gastronomien, deutsche Läden. Jetzt haben das hier die türkischen, kurdischen und die bulgarischen Leute in der Hand und es läuft eigentlich viel schlechter als vorher. Die Läden sind übervoll, Schmuck, Anziehsachen, Essenssachen, nur die Kolbstraße hat vom menschlichen Wesen, ja, sind die schlechter geworden. Mehr Drogen, mehr Alkohol, mehr alles Mögliche. Also früher gab es das nicht. Bis 2000 gab es sowas hier nicht. Krass. Also dadurch, dass die anderen hier so mit reingekommen sind, hat sich das verändert auch? Das habe ich eben damit gemeint, dass hier, ich sag jetzt mal, Multikulti ist. Das heißt,
viele Länder und andere Sitten. Wir Türken haben Respekt gehabt vor unseren Vätern, wenn die irgendwo reingekommen sind, sind wir aufgestanden. Und die anderen Kulturen machen das nicht. Denen ist das scheißegal, ob die vor der Tür kiffen oder da Crack rauchen oder... Es ist halt schlimm geworden. Ich habe gerade noch bei Wikipedia gelesen, als ich hingekommen bin, da haben sie wörtlich geschrieben, das ist auch der Tatort der Clan-Kriminalität. Was sagst du dazu? Davon habe ich nichts mitgekriegt. Ich schwöre es. Ich kann jetzt hier rumschauen. Hier waren irgendwelche Razzien mit Geldwäsche und so? Das weiß ich nicht, ehrlich. Wir sind jeden Tag Razzien. Ah. Also vor ein paar Tagen ist da drüben eine Bombe explodiert. What? Eine kleine. Meinst du das ernst? Ich schwör's dir, kannst du bei der WDR lesen, bei der Mediathek. Wo? Hier dem Haus rechts. Okay. Ja, gehen wir gleich mal hin. Siehst du da zwischen den, ja, wo Famous ist? Ja, wir gehen gleich hin, Mike. Komm hier zurück. Kameramann ist gerade überaktiv, Alter. Was? Ja, ist hier vorne. Die wollen da gerade aufmachen. Wann ist da die Bombe explodiert? Ich weiß es nicht genau, welchen Datum. Zweieinhalb Wochen. Was ist da passiert? Irgendwann 2 Uhr nachts, ich war zu Hause, dann habe ich einen Anruf gekriegt von Kollegen hier. Die meinten, hier vorne ist eine Bombe explodiert. Dann habe ich gesagt, gab es Menschenschäden? Dann meinten die, nee, nur die Türe. Die ist so weit geflogen, 10 Meter bis hinten hin und hat die andere Türe mitgerissen. Und dann hieß es von der Polizei, von den Medien hier in Leverkusen, in Köln, dass es angeblich so Jugendliche waren, die mehrere polnische und chinesische Boller zusammengebunden haben. Und vor, aber davon fliegt die Tür weg. Ich meine, die Polnischen, die kenne ich ja, die ballern schon ziemlich heftig, aber dass die Türe da wegläuft. Und wenn du hier runter gehst, ca. 100, 120 Meter, ist auch nochmal explodiert von der Türe. Explosiv hier alles. Sag mal, ist das eigentlich cool so, dass wir hier mit dem Mikrofon durch die Straße so laufen? Es kommt drauf an, wo hier reingeht, ob hier persönlich Leute so ins Gesicht machen. Ich filme ja erstmal und dann frage ich. Ja. Ist eine gute Einstellung. Zeigt von Selbstbewusstsein. Zeugt von Selbstbewusstsein. Ja, und so kriege ich aber auch die authentischen Momente raus aus den Leuten. Das ist schon richtig. Das sollte man schon haben. Ja. Aber ich nehme nur den rein, der auch wirklich, also das respektiere ich auf jeden Fall schon. Ne? Ja, der zum und Beispiel ist auch ein guter Freund hier. Okay. Okay, was müssen wir hier noch erleben auf der Kolbstraße, wir beiden? Also hier gibt es leckere Essensläden, Schmuckläden, Anziehsachen, nette Leute. Ihr macht euch selber ein Bild. Ich kann nicht sagen, geht da rein. Okay. Aber ich kann euch irgendwo hinbringen, wo ihr gerne unterhalten könnt. Wenn ich Probleme habe, kann ich sagen, ich kenne Papa Boss? Ja, klar. Cheers. Damit haben wir auf jeden Fall Freifahrtsticket. Ja. Jetzt schauen wir uns erstmal hier nebenan, wo die Bombe da explodiert ist. Das schauen wir uns erstmal an. Ja, zeigst du uns das mal? Cool. Kaffee bezahlen wir gleich, ne? Nein, wir zahlen schon. Auch eine. Oh. Wir gucken uns erstmal hier die Bombenstimmung an. Jetzt gehen wir mal raus, der Papa-Boss nimmt uns mit. So, das ist immer ganz wichtig, ne? Wenn ihr in so Hoods reinläuft, dann müsst ihr euch den Boss klar machen. Ja? Und dann hat das auf jeden Fall einen ganz anderen Beigeschmack. Ja. Dürfen wir filmen hier, oder? Nein, dürfen wir nicht. Filmen, okay, dann weg. Alles klar. Respektieren wir, ne? Ja, deswegen. Ja, also da hinten, da wo das Ding dann explodiert ist, dürfen wir auf jeden Fall nicht aufnehmen. Da sind die auch kurz eskaliert, ne? Aber in die Themen gehen wir, glaube ich, gar nicht so rein. Ich glaube, das ist cool, dass wir das Interview mit deinen Ansichten haben. Ja. Danke nochmal, ne, Bruder? Also wir haben uns ja noch relativ schnell jetzt hier verpiest. wie war dein Gefühl hier? Ja, auf jeden Fall angespannte Situation, ja. Und auf jeden Fall wusste jeder, dass wir in der Straße sind und das wollte ich jetzt nicht unbedingt erreichen. Ne? Ja, und die einen Typen, die kamen auch nochmal gerade rein ins Café, haben nochmal geguckt, ob wir am Start sind und dann war für mich so das Zeichen. Ja. Jetzt ist auch langsam wieder Zeit, wieder zu gehen, ja. Von daher auf jeden Fall eine coole Erfahrung und danke nochmal an Abdul, ja. Also schöne Einblicke auf jeden Fall rein, eine gute Stimme oder war auf jeden Fall eine ehrliche Stimme von dir und das schätze ich immer sehr. Jetzt geht's, wo geht's jetzt hin? Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwo, wo es klimatisiert ist. Das ist so heiß heute. Boah, krasses Ding, das Kreuz. Darf ich kommen mit Kamera? Kamera ist okay? Ja, was ist das? Was ist das hier? Mein Gott. Dein Gott? Ja, Mann. Wer ist dein Gott? Ist Christus. Christus? Ja. Warte, wir kommen nach vorne. Komm mal mit. Cool, sieht auf jeden Fall heftig aus. Komm mal nach vorne, Mann. Ist okay for you? Ist okay? Ja. Ist okay? Ja, komm mal nach vorne, Mike. Wo kommst du her? Ungarn. Ach, Ungarn? Ja. Echt?
Direkt. Ach krass, ich war nur in Budapest. Wo aus Ungarn? Budapest? Richtig Budapest. Das ist eine coole Stadt, ne? Ja, aber wir suchen heute Türken. Wir wollen ein bisschen ein paar Türken hier interviewen. Was machst du hier? Lebst du in Deutschland? Ja, ich hier Arbeit gemacht. Hier, du arbeitest ja hier in Deutschland? Ja. Okay, was arbeitest du? Ja, ich Baustelle. Baustelle? Ja. Was? Ich war damals Elektriker. Ja, nicht Elektriker und andere. Was machst du? Ja, aber ich nicht besser verstehe Deutsch. Okay, okay. Bisschen, nur ein bisschen. Ja. Ich suche mal weiter, weil ich mache heute Türkenthema. Dankeschön, ne? Ciao. Tupac Shakur. Yeah. Ja, Tupac ist guter Mann, dafür gibt's die Faust auf jeden Fall. Das ist danke, gell? Ciao. Dich brauche ich nicht zu fragen, weil du bist Türke. Komm, ich muss mit dir sprechen. Komm hier. Du kannst Deutsch. Nein, ich muss kurz mit dir reden. Ich brauche noch ein, zwei Türken und ich finde ja kaum Türken hier. Das ist voll krass, Mann. Und ihr seid auf jeden Fall. Kommt mal zusammen. Komm, Albaner? Ja, komm, dann bist du hier als Albaner oder was? Nein, ich mache politische Frage. Und zwar, könnt ihr wählen? Habt ihr deutschen Pass? Ja. Ja? Ja. Wählst du? Nein. Warum nicht? In Deutschland meinst du? Ja. Ja. Ich muss, also in Deutschland. Ganz schnell, eine Minute. Ja, ich habe Politik nicht so Ahnung. Ja, aber deutsche Politik, keine Ahnung. Ja, bist du hier geboren? Ja? Nein. Nicht, aber deutschen Pass hast du? Ja, habe ich. Würdest du wählen oder willst du wählen? Ich würde wählen, aber nicht AfD. Okay, was würdest du wählen? Olaf CSU, auch CDU, nicht. Aber. Olaf Scholz auch nicht. Glaub, der hat ein bisschen Politik-Ahnung, komm mal hier. Ja, SPD ist der, ja. SPD, ne? Was haltet ihr denn davon, dass so viele Türken die AfD wählen? Viele Türken wählen die AfD? In Duisburg hat mir der Mehmet gesagt, der Restaurantbesitzer, 30% der Deutsch-Türken wählen AfD. Was haltet ihr davon? 30% der Deutsch-Türken haben AfD gewählt, hast du nicht gehört? Also was haltet ihr davon? Ich weiß, wir haben mit Politik wenig zu tun, ja. Okay. Auch wenn seit Urlaub an der Macht ist, ist es nicht so gut auf jeden Fall. Ja. Döner 10 Euro, eine Shisha 13 Euro, ist nicht gut. Fühlt ihr euch sicher hier? Du musst durchatmen, ich sehe das. Eigentlich schon, aber jetzt, was zurzeit passiert, ist, glaube ich, ein bisschen kritisch, ja? Okay, was genau? Ich glaube, irgendwie Amerika oder so wollte hier Raketen so stationieren in Deutschland irgendwie. Oder andersrum, Russland, Amerika hier. Ja, aber Digga, wenn du sagst CDU und sowas, ja, ich meine, die Kollegen, die unterstützen doch die ganzen Waffenlieferungen und alles, oder nicht? Ja, sag ja, wir sind da nicht so im Thema. Wir haben ja, aber dann ist es doch vielleicht cool, sich auch ein bisschen damit zu beschäftigen, oder? So letztendlich, was abgeht. Ich meine, ihr dürft ja wählen, oder? Ich darf nicht wählen. Ah, du darfst nicht wählen. Ich darf nicht wählen. Du hast keinen deutschen Pass? Ich hab keinen deutschen Pass. Okay, hast du Angst, wenn die AfD an die Regierung kommt, dass die eventuell, also könnte das negativ für dich ausgehen? Es könnte wahrscheinlich negativ für mich ausgehen, aber ich hätte auch kein Problem damit, woanders zu leben. Also, okay, das ist flexibel. Ich habe schon viel hier mitbekommen, ich wurde auch oft diskriminiert, was auch manchmal nicht so schön ist. Aber dein Deutsch ist mega gut, Mann. Wie lange lebst du schon in Deutschland? Seitdem ich 3 Jahre alt bin. Okay. Ich bin aufgewachsen, Schule gemacht, Ausbildung gemacht. Ja. Jetzt wieder ich arbeite unbefristet und ja. Was arbeitest du? Ich bin Filialleiter bei Lidl. Bei Lidl, Filialleiter. Cool, mega geil, ja. Ja, und so auf jeden Fall. Aber wie kommt das, dass du keinen deutschen Pass hast? Also ja, das Amt hat sich so ein bisschen quergestellt, weil da ein paar Probleme mit meiner Geburtsurkunde und sowas gab. Hm. Waren 2, 3 verschiedene Daten, Geburtsdaten. Weißt du, wie alt du bist? Ja, 24. Laut Papier 24. Ja. Aber ich fühle mich älter auf jeden Fall. Okay. Es gibt ja das biologische und das chronologische Alter. Ich danke euch für eure Worte. Wie heißt ihr denn? Gerne. Ich heiße Dennis. Dennis und? Mustafa. Und? Und? Kommt das auf YouTube? Ja, bei mir, Freiformation musst du reingucken. Freiformation? Ja, da kommt's ja. Guck mir das an. Merkst du das? Auf jeden Fall. Dankeschön für eure Stimmen, ne? Haut rein, ciao. Ja. Da haben wir die Jungs noch erwischt, ob sie wollten oder nicht. Ja, haben wir sie trotzdem mit reingebracht. Freiformation, gell? Merkst du? YouTube. Ich muss ja hier ein bisschen Eigenwerbung machen, ja? Ich brauche noch ein paar Follower. Hast du türkische Wurzeln? Ja? Ja. Oh, geil. Es gibt ja viele Deutsch-Türken, oder? Ja, aber ich finde hier keinen. Köln ist ja die Stadt mit den meisten Deutsch-Türken. Mehr als 50.000 leben hier. Mhm. Aber hier am Hauptbahnhof, ich suche hier die ganze Zeit. Jetzt bist du der Erste. Und auch noch ein gut aussehender, ja? Dankeschön. Ja, du, wir machen eine Umfrage, eine Straßenumfrage. Mhm. Und ich frage jetzt einfach mal direkt, was würdest du wählen? Beziehungsweise, kannst du wählen? Ich kann wählen, ich bin wahlberechtigt, ja. Hast du deutschen und türkischen Pass? Genau. Okay, wählst du? Nein. Was würdest du wählen? Ich würde eigentlich eher konservativ wählen, also in Richtung CDU. Okay. Ne? Also schon. Ja. Wie siehst du das mit dem Punkt, mit den Waffenlieferungen und so an Ukraine gegen Russland, was sie ja so stark praktizieren? Das ist halt überall so, ne? Das ist ja die Waffenlobby und eigentlich finde ich das nicht gut, aber okay. Das kann man irgendwie nicht ändern, glaube ich. Ne? Aus welchen Gründen wählst du die CDU? Ich wähle nicht. Oder würdest du wollen, würdest du... Ja, weil ich eher auch so der Typ bin, also eher so konservativ, ne? Also er ist nicht so, ich sag mal Sozialdemokrat, also die Grünen würde ich auf keinen Fall wählen. Da weißt du ja auch nicht, was du bekommst. Ne? Die versprechen ja das eine und mal das andere. So Rechts, also ich bin jetzt auch nicht rechtsradikal oder so, aber eher so konservativ gerichtet. Was hältst du von der AfD?
Ja, ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht. Also eigentlich auch nicht schlecht, aber... Nicht schlecht? Jetzt als Deutsch-Türke, ne, das, wenn ich das sage, also die sind ja, glaube ich, mehr so rechtsextrem, ne, etwas. Woher nimmst du das, ja? Die Annahme, dass, ja, dass die, oder was ist Annahme? Ich meine letztendlich, woher nimmst du die Infos oder diese, letztendlich das Gefühl dafür? Ja, erstmal von den Medien natürlich sehr, sehr stark, ne? Sehr, sehr stark von den Medien. Was schaust du von Medien? Ja. Fernsehen, ne, Fernsehen, hauptsächlich halt ARD, ZDF. Und dann halt auch, sag ich mal, vom Internet, ne? Ja. Die Zeitung wird jetzt immer, so, sag ich mal, weniger gelesen, ne? Ja. Ich finde aber, wer heißt nochmal die Vorsitzende von der AfD? Alice Weidel. Alice Weidel, also die finde ich schon sehr, sehr krass, ne? Auch eine sehr hübsche Frau. Okay. Und dann ihre Äußerung natürlich sehr, sehr, also was sie alles so sagt. Also, sag krass, in welchem Sinne? Also inhaltlich, ne? Also sie sagt schon so gute Sachen. Jetzt zum Beispiel, dass jetzt... viele Leute, die jetzt hier gekommen sind, ihre Aussage war ja Sachleistung statt, statt Geldleistung. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Also eine Essenskarte geben anstatt Geld, das finde ich eine starke Idee. Also informierst du dich auf jeden Fall. Ich weiß das, ja. Was hältst du davon eigentlich, ich war jetzt in Duisburg unterwegs und da sagte der Mehmet, Restaurantbesitzer, 30% der Deutsch-Türken wählen die AfD dort. Was hältst du davon, wenn Türken die AfD wählen? Ich finde das nicht schlecht. Okay. Ich finde das nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt 30%, ob das stimmt oder so, keine Ahnung. Aber wenn die die AfD wählen, ich glaube nicht, dass sie jetzt mit den also Fahnen jetzt so schwenken würden. Also, ne? Die würden das eher, glaube ich, so versteckter machen. Ne? Ja. Aber jetzt, versteckter? Was wollen die versteckter machen? Ja, ich würde jetzt, dass sie vielleicht auch von dem öffentlichen Druck, ne? Dass sie jetzt nicht sagen, ja, wir wählen jetzt die AfD, hurra. Aber die würden das dann... Ach, die Türken, ja. Okay. Ja, ja, jetzt, genau, die Türken. Die würden das wahrscheinlich dann... jetzt nicht direkt also preisgeben, ne, sag ich mal so. Ne? Also ich habe auch eben gesagt, eher so CDU, ne, aber... Fühlst du dich sicher hier? Bitte? Fühlst du dich sicher auf den Straßen? Ja, schon. Schon. Hast du Kinder? Ja, ich habe ein Kind. Ne? Wie alt? 5 Jahre alt. 5 Jahre, okay. Ja, jetzt mit dem sicher, also ich fühle mich ja sicher, aber die Sache natürlich jetzt, ich habe jetzt ein kleines Kind und dann, was man so sieht und jetzt letztens wurde auch einer auf offener Straße einfach erstochen, weil er kein... also kein freier Parkplatz war, einfach für nichts. Ne? Echt? Also so schon krass. Bisschen, schon ein bisschen gefährlich dann. Ne? Also ja, Parkplätze sind wichtig, ja. Genau. Ne? What the fuck, ey. Hier in Köln oder was? Oder? Nee, ich glaube, das war in Berlin. Ne? Ah, okay. Ja, das habe ich nicht das mitbekommen. Das war jetzt ein bisschen krass. Ne? Also, okay. Also ich fühle mich schon sicher, aber sag ich mal, wenn ich mich an die, sag ich mal, Spielregeln halte oder also wenn ich das jemand angucke und gucke mich dann auch an, der ist auch im Restaurant, ich war letztens im Restaurant, da waren jetzt glaube ich so 90% Ausländer und dann dachte ich dann auch so und dann der Barkeeper, der guckt mich dann so böse an, ich, dann habe ich mal so Spaß, habe das auch mal gemacht, ich habe mir auch angeguckt, ich so, mach mal langsam, ne? Ich bin Kunde. Okay. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Ne? Okay, also so eine gewisse Aggressivität, ja, die genau, in der Luft genau. liegt, oder? Genau, genau, würde ich schon sagen. Ne? Okay. Also in der Hinsicht, also was das Thema anbelangt, fühle ich mich da nicht so sicher. Also es ist dann, es könnte dann stark explodieren, sag ich mal. Also wenn so auch andere Leute, die dann also aggressiver sind. Ne? Also ich fühle, also ich ziehe mich da eher, also sag ich mal, eher mehr zurück, weil ich einen kleinen Sohn habe. Ja. Ne? Aber... Das hat nichts mehr zu tun haben. Andere Frage. Okay, andere Frage. Erdogan oder Atatürk? Oh wei, das ist die erste Frage. Ne? ich würde beide nehmen, sag ich mal. So. Beide? Okay. Also Erdogan hat natürlich auch nicht so schlechte Sachen gemacht, aber in der letzten Zeit hat er... Also du nimmst gesagt, CDU und AfD und den Erdogan und den Atatürk? Ja. Okay. Nehmen wir einfach mal alles. Nicht deswegen, nein. Nein, also, aber Erdogan ist der, der hat auch nicht nur schlechte Sachen gemacht. Ne? In den letzten, sag ich mal, 4, 8 Jahren hat er wahrscheinlich ein bisschen Hochwasser bekommen, okay. Ne? Weil auch die Opposition, sag ich mal, scheiße war. Ja, ne? Wie ist dein Name? Mein Name ist Önder. Önder? Önder. Freut mich, ne, dass du hier deine offenen Worte äußerst. Mich würde es interessieren, weil du sagst, AfD, CDU, würde ich weiter. Also weißt du, du bist ja irgendwie mit weiß, ne? Aber letztendlich. Oder auch Atatürk und Erdogan, ich meine, die haben ja schon eine verschiedene Ideologie letztendlich, die sie verfolgen. Mhm. Ich meine, hat man da nicht irgendwie... Nein, warum denn? Der Erdogan, der ist ja
der ist jetzt auch, sag ich mal, islamisch, ne? Also islamisch-konservativ, ja. Ne? Ist auch dann so ein Schubrest und arbeitet dann auch nur, sag ich mal, mit der rechten Partei zusammen. Ne? Und das ist ja dann auch dann die Richtung, ist ja jetzt kein Widerspruch. Ne? Okay. Und Atatürk, der hat ja auch halt diesen Laismus, hat er dann getrennt zwischen Islam und Staat, hat er auch getrennt. Also das ist ja nicht so, dass er dann jetzt super links ist, ne? Kann man ja auch nicht sagen. Mhm. Ne? Also. Wo kommst du her aus der Türkei? Ich komme aus Eskişehir. Eskişehir. Und das ist bei Ankara. Dann. Okay, und wann bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin hier geboren. Hier geboren? Ja. Wie alt bist du? Ich bin 49. 49? Ja. Sieht nicht so aus, aber ich bin so. Ja, schön, schaust ein bisschen jünger aus, ja. Schon sportlich fit, ist cool. Dankeschön für deine Worte, ne? Dankeschön, ja. Hau rein, gell? Ciao, danke, ne? Wenn du Bock hast, bei Freiformationen siehst du das, ne? Ich habe jetzt auch in Duisburg eine Umfrage gemacht, die ist auch gerade am explodieren. Auch sehr interessante Stimmen und Leute debattieren natürlich viel, ne? Ja. Also Freiformationen, da siehst du dann. Von der AfD oder? Nein, wir sind von, also ich von gar nichts. Ich mache einfach die Stimmen hier einfangen, ne? So, ja. Okay. Ganz neutral. Danke, ciao. Frag mich, ob wir von AfD kommen. Warum? Die einen sagen, ich bin gegen AfD, die anderen sagen, ich bin für AfD. Es ist schon interessant, in welche Ecken ich hier so gestellt werde. Im Endeffekt sammle ich Muscheln in Vietnam, okay? Merkt euch das. Und für euch hole ich hier die Meinungen ein. So, noch ein Türken und dann ist hier finito. Komm, wir laufen hier nochmal voll drauf auf die Leute. Jetzt gehen wir mal noch Endspurt hier, okay? Ein paar Akkus haben wir noch. Wir brauchen Türken. Seid ihr Türken? Afghanistan? Siehst du, ich habe mittlerweile ein Auge für die Leute, ja? Ich weiß mittlerweile, mit wem ich zu tun habe. Ich brauche noch ein paar Türken. Sprichst du Deutsch? Kein Deutsch? Wie lange bist du hier? Du verstehst mich doch. 3 Monate. 3 Monate. Okay, danke, ne? Ciao. Ich brauche noch ein paar Türken. Komm, wir laufen weiter. Jungs, seid ihr Türken? Türkische Wurzeln? Nein, ich brauche Türken, Mann. Danke. Ich laufe jetzt hier mal auf alle zu, okay? Türke? Bist du Türke? Ich bin Türke. Türke? Ja. Komm, wir machen ganz schnell. Cheers. Ich brauche ganz letzter Interview. Ich kann kein Deutsch, Türke. Du sprichst Deutsch? Deutsch, kein Deutsch. Hast du einen deutschen Pass? Hast du deutschen Pass? Ich kann kein Deutsch, Türkisch sprechen. Aber du sprichst doch perfekt. Bist du Türke? nein, Türke. Danke, ciao. Okay, das war ein Türke, aber der kann kein Deutsch. Da müssen wir nochmal kurz Endspurt. Mike, Endspurt. Wen nehmen wir noch? Den nicht. Den machen gerade eine Pause. Der Kollege auch nicht. Der auch nicht. Du, hast du türkische Wurzeln? Nein, ich kann nicht Deutsch sprechen. Könnt ihr alle hier kein Deutsch sprechen oder was? Auch kein Bock. Auch nicht. Habt ihr türkische Wurzeln? Türkische? Wir suchen Türken. Kurden aus Syrien. Kurden? Ja, aber diesmal suchen wir Türken. Dankeschön. Ne? Ciao, ciao. Aber sie sagen telefonieren. Sprichst du türkisch? Bist du türkische Wurzeln? Ja, bitte. Kommst du aus der Türkei? Nein. Syrer, aber wir suchen Türken. Dankeschön. Euch schönen Tag. Ne? Ciao. Komm, nochmal ganz schnell. Wir nehmen jetzt hier den letzten. Wer mir sagt noch irgendjemand, ja, dass ich hier irgendwelche Leute gezielt auswähle. Also, sorry. So, habt ihr türkische Wurzeln? Ja. Ja, gut. Du bist jetzt mein letzter, ihr beiden seid mein letzter Interviewpartner, okay? Ja. Und zwar, hast du den deutschen Pass? Nein. Würdest du den gern haben? Nein. Ich sag mal ja und nein. Warum nein? Der ist schon sexy, oder? Also mit dem kannst du ja überall hinreisen. Ja, auf jeden Fall. Das ja, Problem, ich habe meinen türkischen Reisepass und mit dem kann ich auch fast überall. Ja. Wie lange lebst du in Deutschland? Ich bin hier geboren. Du bist hier geboren? Ja. Und dann keinen deutschen Pass? Nee, wollte ich nicht. Du wolltest ihn nicht? Nein. Warum will man den deutschen Pass nicht? Da brauche ich nicht. Ja, wie brauche ich nicht? Aber was passiert, wenn die AfD jetzt an die Regierung kommt? Und die sagen, alle Leute, die keinen deutschen Pass haben, raus aus Deutschland. Was machst du dann? Ich glaube nicht, dass die AfD, AfD wird kommen in die Macht. Aber ich denke nicht, dass die einfach so rausschmeißen werden. Weil das können die auf Grund und Boden nicht, ganz ehrlich. Weil, stellen wir mal vor, die ganzen Ausländer, die hier aufgewachsen und gearbeitet, ganz ehrlich sind. Das geht nicht so einfach. Es sei denn, ich musste jemanden einen schwerwiegenden Fehler machen. Ja. Zum Beispiel einen umbringen oder was bei sich. Ja. Steuerhinterziehung und bla bla. Na, Steuern geht in Deutschland schon mal hinterziehen, in Deutschland schon mal gar nicht. Deswegen denke ich mir mal, also ganz schwierig, also gerade hier NRW, Nordrhein-Hessen,
ganzen, also... Wo einfach viele Türken sind, Duisburg, Köln, glaube ich, glaub ich nicht, dass die da. Wen würdest du wählen? Letzte Frage. Ich würde gar keine. Gar keinen? Nein. Ja, aber irgendeinen müssen wir wählen. Ja, SPD, aber... Aber ganz ehrlich, mit Politik in Deutschland bin ich nicht zufrieden. Aber das ist jetzt eine andere Und wen willst du in der Türkei? Atatürk oder Erdogan? Ich bin für Erdogan. Für Erdogan. Ja. Wie ist der Name? Mesut. Mesut, ich danke dir fürs Mitmachen. Ja, mach's gut, ciao. Nochmal ganz wichtig, ne? Ich betreibe hier kein AfD-Bashing oder so. Die Frage war natürlich ein bisschen provokanter gestellt. Das muss ich einfach machen, oder das will ich machen. Aber kein Bashing gegen irgendeine Partei. Ich bleibe hier... Versuch wenigstens neutral zu bleiben, ja. Danke fürs Zuschauen. Hier aus Köln war gar nicht so einfach, türkische Freunde hier zu finden, ja. Am Hauptbahnhof. Aber dafür in der, wie heißt die Straße da hinten nochmal? Kolpstraße, ich vergesse die ganze Zeit den Namen. Da war es auf jeden Fall super interessant mit unserem Kumpel. Danke fürs Zuschauen. Also nochmal ein herzliches Dank auch an Mikey, ne, fürs Kamerahalten. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Hochzeitsfilme haben wollt oder irgendwelche Recruiting-Filme, der Mikey, der hat auch sein eigenes Filmbusiness und hilft euch da gerne aus. Jumper-Movies. Der hilft euch gerne aus. Ich pack mal die Kontaktdaten auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung rein. Danke für deine Hilfe. Bruder!